Europäische Parlament, auch die Grünen, haben in dieser Woche gegen eine neue Verordnung für Saatgut in der Europäischen Union gestimmt. Warum eigentlich? Ja, wir wollen als Grüne schon immer verhindern, dass immer weniger große Saatgutkonzerne und dahinter die Chemieindustrie, die Agroindustrie, immer mehr Einfluss und Kontrolle über Pflanzenvermehrung bekommen. Weil das ist schlecht für bäuerliche Landwirtschaft. Die Bauern werden abhängig von den Konzernen. Und das ist auch schlecht für die Pflanzenvielfalt, die wir in einer nachhaltigen Landwirtschaft unbedingt brauchen. Du bist ja selber auch ausgebildete Gärtnerin. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, was das bedeutet, wenn man diesen Saatgutmarkt so streng reglementiert. Was bedeutet das für einen Bauer in Niedersachsen oder für einen Hobbygärtner in Starnberg? Ich glaube, das beste Beispiel dafür, wie die Industrie versucht, Einfluss und Macht über Bauern und Gärtner zu gewinnen, ist eben, dass sie versuchen, den Bauern und den Gärtnern zu untersagen, das Saatgut, das sie selber von ihren Pflanzen gewinnen, ob das Kartoffeln sind, ja, oder ob das meinetwegen die Erbsensaat ist, ja, dieses Saatgut wieder weiter zu verwenden. Heißt das denn auch, dass alte Sorten verloren gehen können oder dass man eben neue nicht mehr kreieren kann? Es ist ja schon jetzt so, dass wir um alte Sorten immer wieder neu ringen. Die Auseinandersetzung um die Kartoffel Linda, die ist dafür legendär. Und der Kommissionsvorschlag, der hat uns auch wieder mit Sorge erfüllt, weil wir eben genau wieder erkennen konnten, dass es um Vereinheitlichung geht und dass es um die Reduzierung von Vielfalt geht und nicht um das, was wir brauchen, nämlich Vielfalt von Pflanzen auch unter den Nutzpflanzen. Warum macht das dann die Europäische Kommission? Die Europäische Kommission ist in diesen Auseinandersetzungen gerne mal den Interessen der Saatgutindustrie und der Agroindustrie nützlich. Was bedeutet jetzt dieser Beschluss? Ist damit die Gefahr für das Saatgut und für die Vielfalt vom Tisch? Der Beschluss ist interessant, weil also wir als einzige Fraktion wirklich in der Sache ja für eine andere Politik gekämpft haben, während alle anderen eben nur gegen das Verfahren sich zur Wehr gesetzt haben. Das heißt, die Auseinandersetzung wird in der nächsten Legislatur weitergehen. Auch mal wieder so ein Punkt, wo man sehen kann, dass grüner Einfluss im Europäischen Parlament gebraucht wird. Dankeschön.